Herzlich willkommen zu unserer jährlichen Presseinfo. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt für den heutigen Termin. Ein ganz kurzer Rückblick. Wir haben vor kurzem diese Ehrenurkunden überreicht an zwei Mauthausener Hausbesitzer, die ihre Häuser wunderbar restauriert haben. Passt super ins Ortsbild wieder rein und jetzt wollten wir eigentlich dementsprechend honorieren und unsere Anerkennung aussprechen. Ganz kurzer Rückblick. Weihnachtszirkus war wieder eine tolle Geschichte. Was ganz toll war, das war die Silvesterwanderung mit dem Nachtwächter. 100 Teilnehmer haben wir noch nie gehabt. Normalerweise gingen so 20, 30 Leute mit. Nächtigungen, ein Plus von 17%, haben wir noch nie gehabt. 27.882 Nächtigungszahlen im Vorjahr. Also ein stolzer Wert, den wir noch nie gehabt haben. Ausblick 2024, was haben wir alles geplant? Ich habe da ganz kurz einmal die Projekte, die aus heutiger Sicht mehr oder minder fix sind, kurz erwähnt. Wir kommen dann anschließend im Detail eh noch dazu. 100 Jahre Bruckner und wir haben in Mauthausen aus diesem Grund zwei tolle Veranstaltungen. Einmal diese Messe mit 50 Sängerinnen und Sängern und Musikern, ganz eine tolle Geschichte. Diese berühmte Katharina Winkur wird am 3. April das OE-Jugend-Symphonieorchester im Donauzell Mauthausen dirigieren. Ja, kommen wir gleich zu dem. Café Castello ist einer der dynamischsten Unternehmer in Mauthausen. Am Heidelke situiert, macht irrsinnig viel. Fahrradfeier am Heidelke ist fix am 7. April, da sagt der Anita Petersen jetzt schnell was dazu. Jeder, der was mit Radl kommt, kriegt ein kleines Bändchen, da steht dann drauf, komm gut heim. Und die Messe ist in der Kirche und nach der Messe kommt der Pfarrer dann runter und segnet die Fahrräder. Das ist ein guter Start in die Radlsaison, in den setzen wir es auch relativ früh an. Ein Fotoprojekt, ein Märchen aus der Donaumark Mauthausen, ist schon fix und es wird daran gearbeitet. Es soll, man sieht da rechts, ein Muster, großformatige Bühne geben, die Märchen, bekannte Märchen darstellen. Ist ein Liederprojekt, ist bewilligt worden in einer der letzten Gremien. Man sieht sehr, was im Vorjahr alles bewilligt wurde. Mauthausen hat mehr oder minder einen ganz speziellen Ruf und mit diesem Fotoprojekt wollen wir natürlich Familien in den Ort herein locken und Anführungszeichen, wo die Kinder dann sagen, Papa, das möchte ich mal anschauen. Ist einmal ganz was anderes, spannendes Thema, nicht das übliche Klischee. Das ist der Helmut Wohnut, der Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs, der vor kurzem festgestellt, es gibt eine Sehnsucht nach unseren Wurzeln, sagen immer mehr, gerade jüngere Leute. Und das ist ein Thema, dieses Thema haben wir sich aufgenommen und vor kurzem am Foto sieht man diesen Historikerkreis, den sie getroffen haben im Rauscherhaus. Wir haben ja mit dem Mauthausen Tourismus seit kürzerer Zeit eine Kooperation, haben das schon im Rauscherhaus mit einer Veranstaltung begangen und haben vor, heuer im Herbst eine Broschüre herauszugeben, hauptsächlich alte Fotos und Ansichtskarten und Geschichten und Anekdoten aus dem Donauraum. Es ist der ganze Donauraum damit angesprochen und das wollen wir eigentlich in die Breite tragen und eben mit anderen Vereinen, wie zum Beispiel Mauthausen Tourismus oder mit Heimatvereinen und so weiter, uns auszutauschen. Nur als Beispiel, so kann das dann im Prinzip ausschauen. Und die Broschüre ist dann angedacht als reines Buch, nicht als Kalender. Überlegen da mal im April oder Mai eine Radwanderung. Es gibt ja diesen Drei-Flüsse-Radrundweg. Der startet in Mauthausen auf der Promenade, das ist ja das Ziel. Das sind ungefähr 47 Kilometer. Fix ist auch die vierte Country-Night am 26. Juli, findet wieder statt. Also das ist diese fantastische Band, die heißt Lords of Country mit dem Harald Zuschrader rechts. Das ist der Gitarrist, bekannt von den seinerzeitigen Linzer Supermusikern Illa Craig, also ein toller Gitarrist, der da mitspielt. Da erwarten wir auch wieder so mindestens 400-500 Besucher am Heidelke. Line Dancing ist klarerweise auch mit drinnen, also wieder super Sache. Schlagerfrühling ist am 2. März, veranstaltet wieder der Eddie Kroll im Donausaal Mauthausen. Wir haben derzeit bei der Donauradfähre NSEG 18 Fährmänner. Da gibt es einmal monatlich einen sogenannten Fährmänner-Stammtisch. Der dient zur Abstimmung, zur Information, zur Besprechung
Die Firmen sind an und für sich sehr wichtig, weil die sind der erste Anknüpfungspunkt, wenn Gast, Tourist, Raufahrer oder wer immer auf der drüben Donauseite in die Fähre einsteigt und nach Mauthausen rumfährt, dann hat er als erstes einen Kontakt mit dem Fährmann. Und eine Neuanschaffung ist geplant, die neue Fähre, weil die alte ist schon ein bisschen schlecht benannt und da kriegen sie angeblich keinen TÜV mehr. Die kostet aber 280.000 Euro. Wir werden sie da natürlich beteiligen mit einem namhaften Betrag, weil natürlich diese Donauradfähre ein wichtiges touristisches Instrument für Mauthausen ist. Der 9. Ohe Weihnachtszirkus ist auch schon fixiert. Er findet am 21.12.2024 statt, ist schon besprochen und eingetaktet. Gemeinsam mit dem Heimatverein und dem Stelzimmerbund machen wir dann am 13.09. im Schloss Parkstein eine Lesung. Gruß Memorial ist geplant, dass man entsprechend erweitert. Warum das für Mauthausen spannend ist, das hängt mit den Besuchern zusammen. Oder man erwartet, dass zukünftig die Leute, die Besucher nicht nur kommen und gleich wieder fahren, sondern dass die ein paar Tage da bleiben. Vielleicht teilweise sogar 14 Tage. Man kann sich im Donauhof ganz neue E-Bikes ausleihen. Da gibt es eine eigene Firma, die E-Bike Box heißt die. Wir haben jetzt gemeinsam mit dem TV Donau Österreich diese Aktion herausgebracht, wo wir das Thema ankurbeln. Es gibt dann wieder die Avalon Luxus Donau Kabinenschiffe, die legen wieder ab April in Mauthausen an. Also wir machen da Image für den Donaumarkt Mauthausen und die Region. Teilen unsere Ansichtskarten aus. Am Heidelge haben wir ja diesen berühmten SB Infopoint. Da drin haben wir ein tolles Terminal, das ist auf der linken Seite. Da gibt es entsprechende Abfragen in den Sommermonaten, ist gar nicht so schlecht. Dann kommen wir zum Heimat- und Museumsverein Schloss Parkstein Mauthausen. Da sagt uns der Herr Magister Robert Volk, der Leiter des Apothekenmuseums, ein paar Informationen. Ich möchte also bei meinen Führungen sozusagen die Geschichte dahinter auferstehen lassen, damit ich die Leute Vorstellung kriege. Der Paracelsus sagt uns also, nur die Dosis macht das Gift und nichts ist ohne Gift. Und ja, das kann man so erzählen, also im Rahmen einer Führung. Aber dass die Menschen immer schon mit Giften zu tun gehabt haben und diese auch genützt haben, das ist besonders interessant. Da gibt es ja den Begriff des Rostäuschers, ne? Die Rostäuscher, die haben also alle Pferde, alle Klappergalle dann verkauft, nachdem sie die mit diesem Gift, mit dem Arsenik aufgepäppelt haben, da haben die wieder glänzendes Fell bekommen und wurden wieder kräftig. Und heute gibt es also noch 90-Jährige, die aus dieser Zeit noch etwas erzählen können. Traumhaft. Ja, Füße nicht mehr. Vielen Dank. So, wir gehen weiter zum Leiter des Heimatmuseums, Schloss Parkstein Mauthausen, Sepp Wintersberger, sagt uns jetzt was zur Sonderausstellung, die im September geplant ist. Im Prinzip steht auch alles drauf, was man mittlerweile schon sagen kann. Ich denke mal, es ist ja hochinteressant, dass zwischen Prag und Lent ganz viele Bahnprojekte gab, die zum Großteil mit dem Ende des Ersten Weltkriegs beendet wurden, bevor begonnen wurde. Für uns sind die Sonderausstellungen einfach die Bringer von Publikum, wo man einfach interessante Sachen zu finden, versuchen und immer schauen, dass man verschiedene Bevölkerungsgruppen auch anspricht. Ja, Besucher im vergangenen Jahr insgesamt 1492. Die Aufteilung ist eh dort. Die Ortsführungen sind interessant. Das waren immerhin 669, also eigentlich schon mehr als die Besucher in den Schlossmuseen mit 623. Da sieht man auch, dass eine Sonderausstellung schon Besucher bringt, nämlich das waren im Vorjahr 435. Und der Märchenzauber, den wir im vergangenen Jahr am 2. Dezember abgehalten haben, kommt einmal sehr gut an. Donaupark haben wir natürlich auch gemeinsam mit dem Heimat- und Museumsverein eine tolle Vitrine. Die wird von den Kollegen des Heimat- und Museumsvereins regelmäßig umadaptiert. Außerdem gibt es einen sogenannten Mauttaler, der den Eintrittspreis dann, nachdem der ja 1 Euro wert ist, reduziert und dann nur mehr 5 Euro ausmacht.
in der Gedenkstätte. Im 22er Jahr waren das 164.000, im Vorjahr waren es 205.000, also ein stetiger Anstieg. Warum wir das bringen? Die Gedenkstätte hat in guten Jahren, glaube ich, sogar 300.000 Besucher gehabt pro Jahr. Rangiert da, glaube ich, in Oberösterreich an zweiter Stelle, was die Besucheranzahl anbelangt. Wir haben eine gute Verbindung mit der Leitung der Gedenkstätte. Es gibt jetzt diesen neuen PR-Manager, den Julius Sevcik, mit dem ich mich alle zwei, drei Monate triff für ein Abstimmungsgespräch. Es tun sich einfach wahnsinnig viel, viele Veranstaltungen, viele, viele Menschen, die gern zu uns kommen und sind wir natürlich als Gemeinde sehr, sehr stolz drauf. Also wenn man sich das vorstellt, innerhalb von 15 Jahren von 8.000 ja, auf knapp 28.000, also das ist schon unglaublich, was sich da entwickelt hat. Und natürlich kommt das alles nicht von sich selbst oder von allein, sondern das ist jede einzelne kleine und große Maßnahme, die mit viel Herzblut und Fleiß und auch Schweiß in die Realität umgesetzt wird. Und das ist, wie man sieht, unglaublich vielfältig. Ja, Dankeschön auch von Seiten der Gemeinde. Quasi wird es mindestens so erfolgreich weitermachen in der Zukunft, solange wir uns kennen. Danke damals für die lobenden Worte. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und der Gemeinde hat noch nie so gut funktioniert wie jetzt. Ja. Also das haut super hin. Das ist eine Top-Ergänzung. Danke nochmal für die gute Zusammenarbeit. Danke für eure Aufmerksamkeit, für euer Kommen und wir dürfen euch jetzt auf ein Mittagessen einladen. Vielen Dank. Unsere Broschüre, die heuer im Herbst herauskommen soll, behandelt das Leben und Zusammenleben im Donauraum in Oberösterreich. Es soll hier die Donau nicht nur als trennendes Element, sondern als verbindendes Element dargestellt werden. Die Brücken, die Überfuhren sind essentiell. Der Donau ist genauso Arbeitsraum und Lebensraum für Fischer, für Fährleute, für Gewerbetreibende und war eine wichtige Wasserstraße, die Regionen in ganz Europa verbunden hat. Also es wird in diesem Jahr eine Sonderausstellung geben im Mauthausener Museum über die Kaiserin Elisabeth-Bahn von St. Valentin über Mauthausen nach Gaisbach. Und es wird schon intensiv daran gearbeitet, Materialien zu sammeln, zu sichten und auch die Ausstellung zu gestalten. Das heißt, auf der einen Seite gibt es das analoge Material in Form von Bildern, in Form von Erzählungen. Und auf der anderen Seite muss man sich dann überlegen, diese Dinge auch zeitgemäß zu präsentieren. Das heißt, es werden Videos gemacht mit Interviews von Zeitzeugen. Es werden die Orte, wo noch etwas von der Bahn sichtbar ist, dann auch bildmäßig erfasst. Und es wird vor allem auch Wanderungen geben, wo die Menschen aus der Umgebung zu den noch sichtbaren Spuren dieser Bahn gebracht werden. Ich bin seit Anfang an mit dem Apothekenmuseum in Verbindung. Damals bei der Eröffnung schon dabei gewesen und der Herr Magister Eichberger, er hat mich dann im Laufe der Zeit unter seine Fittiche genommen und sie mich sozusagen in das Museum und in das Wissen um die Inhalte des Museums also eingeführt und betreut. Und nach seinem Tod habe ich die Leitung des Museums übernommen und bin wirklich da so begeistert davon, dass ich mein Wissen im Laufe der Zeit eben um viele Geschichten erweitert habe, die man mit den Ausstellungsstücken verbinden kann und den Leuten und den Besuchern ein lebendiges Bild der Geschichte vermitteln und nicht nur ein trockenes Museumserlebnis. Also die Kooperation zwischen der Gemeinde Mauthausen und dem Tourismusverein trägt ja schon merkbare Früchte. Man sieht es an den Nächtigungszahlen, die sie ja vervielfacht haben in den letzten 10 Jahren etwa. Ist schon sehr beeindruckend, die vielen Veranstaltungen, die der Tourismusverein selber
organisiert bzw. auch unterstützt. Alles das trägt zur Lebensqualität für die Mauthausenerinnen und Mauthausener bei, aber lädt natürlich auch viele Gäste zu uns ein und da sind wir sehr glücklich und froh, wenn die auch kommen. Ja, wir blicken auf ein sehr ereignisreiches Jahr 2023 zurück. Die Nächtigungszahlen haben erstmals fast an der 28.000er Grenze gekratzt. Eine Steigerung um 17%, sensationell. Man merkt also mit diesem Wert, unsere touristischen Bemühungen waren nicht umsonst. Und so soll es auch im heurigen Jahr 2024 weitergehen.